Reinhard Habeck ist am Telefon. Guten Abend, Reinhard. Ja, hallo, grüß dich. Freut mich sehr, dass es geklappt hat heute. Ich habe ja schon gesagt, dass es nicht ganz so einfach war, dich dazu zu bewegen, aber umso größer die Freude natürlich. Und also du gibst einfach nicht so gerne eigentlich Radiointerviews. Naja, ich bin halt, was das anbelangt, also nicht das beste Talent. Ich glaube tatsächlich, dass ich besser schreiben und zeichnen kann. Aber du hast es geschafft, du hast mich überredet. Und ich muss da gleich am Anfang jetzt am Entschieden widersprechen. Ich habe dich nämlich am Grenztreff Graz gesehen bei einem Vortrag und der war ganz wunderbar. Vor allem, wie du dann freigesprochen hast, ist immer besser geworden. Also ja, das war sicher ein Klon von mir. Na ja, gut. Aber versuchen wir es, ja? Versuchen wir es ganz einfach. Ich habe dich eben schon vorgestellt, also du hast zahllose Bücher geschrieben. Vor allem Paläoceti-Forschung hat es dir angetan. Wie bist du denn zu diesen Themen gekommen? Also Paläoceti, also die Frage, ob es in der Vorgeschichte bereits Eingriffe aus dem Kosmos gegeben hat, das hat mich natürlich seit früher Kindheit schon beschäftigt und da bin ich angesteckt worden durch die Bücher Erich von Däniken's, Charles Berlitz und vielen anderen. Und bis man halt dann sich so weit halt weiterentwickelt hat, dass man sich gedacht hat, na jetzt würde ich gern selbst mal mich auf kosmische Spurensuche begeben. Und das war dann ja so Mitte der 1970er Jahre. Und dann letztlich mit Beginn, Ende der 70er Jahre, ist ja auch ein Bilderrätsel die Geschichte mit der Frage nach dem elektrischen Strom der alten Ägypter. Das war das erste Buch gemeinsam mit dem inzwischen leider verstorbenen Kollegen Peter Grasser. Und da war ich 1979 das erste Mal in Ägypten allein unten und bin aufgrund einer kurzen Textstelle, die zuvor in dem Buch Das Bermuda-Dreieck beschrieben wurde, wo aber nur eine Zeichnung von diesen inzwischen jetzt berühmten Reliefdarstellungen vom Hathor-Tempel von Dendera angeführt war, bin ich dem nachgegangen und wollte wissen, weil ja eine Zeichnung kann manipuliert sein, wie schaut das also in der Wirklichkeit aus? Und da bin ich hinunter in die Krypten dort, habe die ersten dann auch bekannt gewordenen Fotos gemacht und ein paar Artikel, die ersten dazu auch geschrieben und 1980 war ich dann gemeinsam mit Peter Grasser noch einmal unten und es entstand die Idee für unser erstes Buch, ich war ja damals noch ein Jungspund, Peter Grasser als österreichischer Däniken bereits bekannt, ist dann das erste Buch Licht für den Pharao entstanden und 10 Jahre später dann in einem größeren Verlag der Fortsetzungsband Das Licht der Pharaonen und das hat ja dann auch die Runde gemacht. Also damit hat es eigentlich angefangen, aber der Auslöser war vielleicht sogar noch früher in der Kindheit zu suchen. Ich war ja mal, das muss man jetzt nicht so auf die große Glocke hängen, habe das also auch noch nicht so publik gemacht, aber weil eben die Frage war und ich mich jetzt eben selber damit beschäftige und nachdenke, was der Auslöser gewesen sein könnte. Ich war mit 6 Jahren eben im Koma und zwar hat man also einen Blinddarmdurchbruch nicht erkannt und habe also dann also die Eltern auch nicht mehr wahrgenommen und war also mehrere Monate im Spital, anschließend dann auf Monate auf Erholung und das ja, also ich bin einer der wenigen, die die erste Klasse Volksschule wiederholt haben, aber es hat mir nicht geschadet. Und das könnte mit aber ein Auslöser dafür gewesen sein, warum ich, sagen wir, gewisse Berührungspunkte zu den Grenzwissenschaften also immer schon in mir hatte, obwohl ich ja lange Zeit nicht gewusst hatte, also von diesem Vorfall, offensichtlich verdrängt, aber das hat also, da war ich dann 14, 15 Jahre alt. Bis dahin hatte ich immer merkwürdige Träume von so Spiralen, also in die man so hineinstürzt. Und bis die Eltern mich aufgeklärt haben und mir gesagt haben, ja, das war also von dieser Koma-Geschichte damals. Und seitdem sind also diese Träume also verschwunden. Aber umso mehr ist das Interesse also und die Beschäftigung eben mit dem Übersinnlichen, mit dem Rätselhaften möglicherweise daraus entstanden. Ja. Ich weiß nicht. Also es fasziniert mich einfach. Und ich habe das Glück, dass ich also meinen Traumberuf
also verwirklichen konnte. Ich bin ja an sich gelernter Vermessungstechniker, habe also einen völlig anständigen Beruf auch gemacht, ausgebildet, auch als Vermessungstechniker. Aber man darf mich heute dazu nichts mehr fragen. Ich habe also das alles verdrängt und es war einfach, die Umstände waren also so miserabel von, ja, das ganze Ambiente und auch, ich meine, der Job selber wäre ja okay gewesen, hätte mich auch interessiert, etwa also archäologische Vermessung und diese Geschichten, nur es war halt, es waren halt Grenzsteine versetzen und Steine buddeln, nee, diese Sachen, schon klar, war nicht mein Ding. Also keine Fragen über Vermessungstechnik, habe ich ja nicht vorgehabt, keine Angst, aber dieses Erlebnis, das du mit 6 Jahren gehabt hast, wie lange bist du da im Koma gelegen? Das kann ich jetzt auswendig so gar nicht sagen, aber es war doch ein längerer Zeitraum. Ja. Und du hast, du kannst dich aber direkt an nichts erinnern, aber nein, über diese Träume indirekt. Ich habe immer also diese Träume also gehabt von diesen Spiralen und konnte es mir eigentlich nicht erklären. Und, wie erklärst du das heute? Schon, die Spiralen nämlich, die finde ich interessant. Ja. Hast du dafür? Also ich bin nicht sicher, ob das also noch eine Einwirkung war, einfach diese Erinnerungen von der Narkose her, oder ob das tatsächlich also dieser Tunneleffekt ist, von dem ja viele also erzählen, berichten, also die dann wieder ins Leben zurückgekehrt sind, das weiß ich nicht. Mhm. Interessant. Na, interessant finde ich, dass es Spiralen waren. Also ja. Das habe ich. Ja, ja. Gut, das heißt, du interessierst dich einfach dafür, warum auch immer, aber es ist gut, dass du das tust. Dein vorliegendes Buch beschäftigt sich mit Bildern. Ich habe seit Jahren auf meiner UFO-Seite eine sehr lustige Aufnahme und darunter die Überschrift "Was sagen Bilder?" Und auch über das wollen wir dann heute ein bisschen reden. Denn Bilder sind extrem, wenn wir dazukommen, wir haben ein riesiges Programm, denn Bilder sind einfach allgegenwärtig und es wird sehr viel über Bilder transportiert, an Informationen etc. Ja. Natürlich auch an Unsinn. Wir haben eine Beispielseite, da, wenn man also jetzt beim Ankünder, gleich unter dem Ankünder findet man da einen Link, also Bilder, die Beispiele, die in der Sendung besprochen werden. Und auf die, ich habe noch ein paar dazu hinaufgestellt, und jedenfalls werden wir die dann auch ein bisschen da einbauen und besprechen. Beginnen wir vielleicht einmal in der Vergangenheit. Fangen wir an, wo es. Ich verstehe dich leider also sehr leise. Kann man also das noch lauter? Also leider kann ich mich nicht viel lauter machen. Aber es ist. Okay, du musst jetzt also nicht brüllen. Also ich werde mich versuchen zu konzentrieren mehr. Ja, okay? Ich werde versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen. Viel lauter geht leider nicht, sonst übersteuere ich da. Okay. Beginnen wir am Anfang, nämlich bei Höhlenkunst, also der Beginn der Kunst an und für sich, Rätsel der Vergangenheit. Und was da also auffällt, ist, dass die ältesten bekannten Kunstwerke oft sehr fortschrittlich, wenn nicht avantgardistisch erscheinen. Wie siehst denn du das? Ja, das ist also sicher auch ein Phänomen, also wobei die ältesten Kunstwerke überhaupt der Menschheit sind ja also die bekannten Höhlenmalereien in Südfrankreich und in Nordspanien. Und die ältesten wären etwa auf 36.000 Jahre also geschätzt. Die Chauvet-Höhle ist die älteste und leider aber öffentlich nicht zugänglich. Aber dort befinden sich also zwar vorwiegend also Tierdarstellungen und ein paar Abstrakte auch, darunter also ein Art Affenwesen mit einem Rüssel und Füßen, die wie auch schon, als wären sie Rollschuhe, also sehr seltsam. Aber die Tiere sind so also fortschrittlich vom Stil her, also auf die Wände gepinselt, dass man annehmen könnte, wenn es nicht so fantastisch wäre, dass da Pablo Picasso sich in eine Zeitmaschine gesetzt hätte und 36.000 Jahre zurück hätte dort das an die Wand gepinselt und zurückgekehrt. Die Anthropologen, die Archäologen also stehen da selbst teilweise vor einem Rätsel, weil es müsste ja eine entsprechende Vorstufe auch geben, also eine Entwicklung, also auch ein Auto ist ja nicht als Auto sofort so entstanden, sondern da gab es ja Vorstufen dazu. Aber die Bilder, etwa in der Chauvet-Höhle, sind so modern wirkend, dass ein Skeptiker natürlich sagen wird, naja, das sind vielleicht Fälschungen oder so, aber das konnte man inzwischen ausschließen, weil man also aufgrund der Fakten,
Farbpigmente, also die Datierung relativ genau also festlegen konnte. Neben diesen also Höhlenmalereien gibt es ja auch vieles, das man also in den Höhlen gefunden hat. Also zum Beispiel in Frankreich auch in der Marché-Höhle, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, da hat man ungefähr 1500 Tonplättchen gefunden. Nein, nicht Tonplättchen, Steinplättchen. Und die waren also mit, man würde vielleicht heute sagen, Karikaturen und Menschenporträts, also porträtiert. Und das Problem bei dieser Sache ist, die sind 16.000 Jahre alt. Zum Teil haben die Leute auch Gewänder. Jahre. 16.000 Jahre, das ist und, unglaublich. Da das aber nicht sein kann, weil das passt nicht also ins Bild, also der Vorzeit und schon gar nicht also in die Eiszeit, sind diese Funde also in Archive gelandet, in Depots in Frankreich, in Paris und in einem Museum in der Nähe des Ortes dort von Marché. Und das wurde aber genau 1941 also dokumentiert von zwei Forschern, die also jede dieser Funde also aufgeschlüsselt haben und also da gibt es auch Fotos davon. Aber trotzdem, es passt halt nicht also in die Vorgeschichte hinein. Ja? Also weg damit. Und das ist aber nur ein Beispiel von vielen, aber bei diesem Fall jetzt ist es so, und es dauert halt also manchmal Jahrzehnte, dass sich jetzt Wissenschaftler der Sache angenommen haben und diese alten Funde noch einmal untersuchen, weil und trotz also der irrwitzigen Motive ist man also heute der Ansicht, also dass sie tatsächlich authentisch sind. Man hat nämlich in den Jahren 1988 bis 1993 bei weiteren Freilegungen neue Darstellungen gefunden, also wiederum mit also menschliche Antlitze. Und dieser Karikaturen-Grimi ist also noch lange nicht zu Ende. Das gleiche gilt für Höhlenschriften. Ja? Also auch da hat man also genaue, auch ungefähr so 14.000 Jahre alt, Vorstufen also der Schrift. Wir können es nicht lesen, aber es macht ganz deutlich also diesen Eindruck halt, ja. Und ich meine, niemand von uns, weder der wissbegierige Anthropologe, also noch Kunstexperte, war damals bei der Entstehung der ganzen Kunstwerke dabei. Wir sind letztlich also auf Mutmaßungen angewiesen. Aber es gibt eine Reihe von Ungereimtheiten und gerade also je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, klar, ist ja auch weiter weg, also vermehren sich halt also diese Fragezeichen und die interessieren mich natürlich. Völlig klar. Wir haben da zum Beispiel ein Bild, das da vielleicht auf das eben Gesagte passt, und zwar von Val Camonica, eine Felsgravur, Val Camonica. Vielleicht, wenn sich das jetzt jemand anschauen möchte, wie gesagt, das ist online gleich unterm Ankünder oder ein paar Shows daneben gleich unterm Ankünder. Das Val Camonica ist es wirklich sehr interessant. Man kennt ja, oder ich meine, es geht vor allem also auch um Darstellungen, die ältesten, also weltweit eigentlich, also ein globales Phänomen, nämlich also die Felsgravuren in unterschiedlichster Größe, also bis zu 8 Meter hoch, Wesen mit Strahlengrenzen, offensichtlich in Anzügen, also schauen halt also nicht